Also das gab es wirklich noch nie und irgendwie macht es das Chaos auch einfach komplett, oder? Und damit herzlich willkommen zur 7. und 8. Folge von Are You The One? Ja, die letzte Folge endet hier mit einer Matchbox-Entscheidung, die sofort aufgelöst wurde und wir wussten, das Pärchen, was reingegangen ist, es ist kein Perfect Match. Und Sophia Tomala kam zurück und war so, Leute, ich habe eine Überraschung. Ich habe hier 20.000 Tacken für den Pott und die Person, die jetzt hier kommt, oder so, es kommt ein neuer Mann. Und dann war der Schock doch tatsächlich groß. Und genau da starten wir gleich wieder rein und sind gespannt, was da jetzt alles passieren wird. Wer sich natürlich aber auch die ganze Folge reinziehen will, kann es gerne machen. Auf RTL Plus, den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr auch gerne diesen Kanal hier abonnieren. Wir haben gemeinsam Spaß und, naja, sehen jetzt die pure Wahrheit. Schaut mal. Das ist eure neue Mitbewohnerin Melanie. Und das bedeutet, das ist die 12. Frau bei 10 Männern. Und da haben jetzt mehrere Leute Doppel-Perfect-Matches oder hat jemand Triple-Perfect-Match? Wie random ist das denn? Auf sowas habe ich eigentlich keinen Bock. Jetzt hat der Mann 3 Perfect-Matches. Feierabend. Wir Frauen werden hier so gebumst, diese Staffel. Ja, das hat irgendwie auch gar nichts mehr mit Are You The One zu tun. Also hat jetzt ein Mann 3 Perfect-Matches, wovon 1 auf jeden Fall Melanie ist und 2 random Frauen von den anderen 11. Wir wissen nicht, welche Kombi das ist. Was ja irgendwie die Wahrscheinlichkeiten, das Perfect Match zu finden, ja einfach astronomisch hoch macht. Und vor allem ist die Sendung Are You The One? Finde den einen perfekten Partner. Und da ist jetzt ein Mann drin, der sagt so, du könntest es sein, aber auch du und du. Und er hat mit allen recht, weil er hat ja 3 Perfect Matches. Hä? 2 junge Damen werden auf jeden Fall mit einem Minuskontostand hier rausgehen. Echt? Ich wusste jetzt gar nicht, dass die Kandidaten für die anderen blechen müssen. Ja, solange es nicht die Männer sind, alles cool. Tolle Einstellung, sie da. Ja, solange es mich nicht betrifft, kann es mir eigentlich auch egal sein, ne? Direkt wieder sympathisch. Oh, er ist so ein Hammer. Er ist so ein lieber Hammermann. Eine weitere Matchbox-Entscheidung. Und zwar jetzt sofort. Was passiert? Mir fehlen die Worte, also. Okay, das bedeutet, jetzt darf jemand mit Melanie noch direkt in die Matchbox gehen, um zu gucken, hey, die sind kein Perfect. Immerhin dieser kleine Schritt. Allerdings werden sie ja wahrscheinlich nicht das Perfect Match jetzt finden. Obwohl, das wäre jetzt auch der krasseste Plot-Twist, oder? Da geht es einfach einen Mann random mit Melanie in die Matchbox. Bam, Perfect Match. 4 Kandidaten ziehen aus. Fände ich eigentlich ganz gut, weil dann hätten wir wieder einen besseren Überblick. Bitte. Für mich ist sie nix. Also sie ist safe attraktiv, 100%. Ich küsse dein Herz. Aber ich würde sagen, dass zum Beispiel für mich einfach Sina mehr so das Ding wäre. Ich will mir sagen, kein anderer findet sie attraktiv. Oder was? Wirkt tatsächlich so, Kev. Also Kev ist wirklich so, boah, die ist super geil, super hot, ich will die mega. Und alle Männer so, naja, okay. Also Kev würde am liebsten direkt das Perfect Match eingehen. Bombe. Okay, dann entscheidet unser Nesthäkchen Thais. Damit sie auch mal was sagen darf und wir noch mal kurz wissen, wer Thais ist, ne? Das ist sie. Wer geht in die Matchbox mit Melanie? Jetzt. Etty. Okay. Ich habe, glaube ich, so aus erster Intuition heraus gewählt. Aber warum denn Etty? Also Kev so, hey, ich finde sie super toll, super attraktiv, ich will sie. Und Thais so, aha, danke schön für diesen Einwurf, Kev. Wir nehmen Etty. Okay. Also habe ich das nicht verstanden. Also ich finde es natürlich cool, wenn ich die erste Person wäre, die ihr Perfect Match gefunden hätte. Ich wäre aber natürlich traurig, wenn ich nicht in die Villa einziehen könnte. Hä, das wäre doch mega geil. Stell dir mal vor, du fliegst kurz nach Thailand, landest, gehst da 2 Schritte hin. Ja, du hast dein Perfect Match gefunden, kannst zurückfliegen. 10.000 Tacken für dich. Viel Spaß. Also ich fände es mega. Also kurz, ja, für den Flug ist es schade, aber sonst, zack, fertig, vorbei. Es geht auch schnell, so 5 Minuten Handarbeit ist das Ding durch. Ich bin jetzt auch ziemlich überrascht. Also die Gruppe hat entschieden, dass ich ihr Perfect Match sein könnte. In welcher Welt hat die Gruppe denn entschieden, dass du ihr Perfect Match sein könntest? Also erstmal hat Thais dich da reingeschickt und zweitens haben sie ja auch nicht entschieden, dass du das Perfect Match bist, sondern dass man es am ehesten mal testen sollte. Naja. Oh no, und das kam mir jetzt auch krass überraschend. Okay, aber Ethik braucht dann Melanie gar nicht erstmal kennenlernen, ne? Auch praktisch. Ja, das ist ja super. Hey, die kommen. Wo denn? Ja. Boah, wie das aussieht, Alter. Yeah, bitch. Boah, ich nehme hier jetzt eine Bürste. Ich klau dir kurz. Wofür? Deine Haare sehen doch Bombe aus. Warum muss jetzt eine fremde Bürste nehmen, um sie nochmal zu bürsten? Aber ja, das sieht wirklich aus, als ob eine Bombe eingeschlagen wäre. Ich habe auch immer noch das Gefühl, die haben ja viel zu wenig Schränke für viel zu viel Klamotten und Stuff und es kann nur chaotisch aussehen. Ich würde aber auch durchdrehen. Also man glaubt es kaum, also in 14 Minuten bin ich ready mit Haare, mit Make-up. Also ohne Duschen natürlich. Aber heute habe ich mir natürlich besonders Mühe gegeben. Boah, und ich kann es auch kaum glauben, dass du so schnell immer fertig bist und
Auch wenn es mir jetzt keiner glaubt, Leute, ich brauche quasi 0 Minuten. Duschen, Zähne putzen, ciao, fertig. Ja, okay, so sehe ich dann wahrscheinlich auch aus, ne? Meine Flirt-Taktik ist einfach, Olla zu sagen. Olla. Das war's, mehr machst du nicht. Das ist ja mal komplett unspektakulär. Aber die denkst du auch so, ja, für die Männer reicht. Ich sag Olla und die kommen schon alle an. Ja, das sagt wieder sehr viel in der heutigen Welt aus, oder? Leute, Alter. Der da kommt gar nicht klar, die ist so, ach du Scheiße, sieht die auch gut aus. Ich glaube es kaum. Maya ist auch komplett weg. Kevin ist so, yes, ich will die, Mamacita. Aber hat sie noch nie diese Sendung gesehen, dass sie denkt, also warum ist sie überrascht, dass da 20 Leute sitzen bei, naja, Are You The One? Oh my fucking goodness. Hello, dieses Dolle, dieses Denglisch. Ja, it is what it is. Nicht, dass es aufgesetzt ist, aber es ist too much. Boah, dieses ganze Denglisch von ihr ist too much. Merkt sie selbst, oder? Ja, ich jetzt keiner, nee. Der Moment sagt, nee. Also, wir stellen uns jetzt mal kurz vor, wir sind der Kern von hier. Und jetzt ohne Witz, ohne uns würde der Laden hier nicht laufen. Ja, okay. Du wirst das sehen. Der Kevin und der Paul kämen so in Frage als Perfect Match, weil sie offen auf mich zugehen und auch ohne Scheu. Und sie schämen sich auch nicht, die machen einfach. Und das ist auch einfach ihr Anspruch. Wow, da sind die ersten zwei Mal auf mich zugekommen. Das sind wohl meine Perfect Matches. Ich meine, okay, wenn sie möchte, dass die Männer offensiv sind, klar. Aber irgendwie haben sie jetzt auch nicht viel Spektakuläres getan. Vor allem aber auch Kev und Paolo, das ist der Kern der Gruppe dort. Mhm. Merkst du hier auch so, wenn ich hier was sage, ne, so, mein Wort hat hier so, schon so Gewicht. Ne? Denkst du immer noch, wir wären ein Perfect Match? Könnte sein. Ich weiß nicht. Hm. Ich weiß nicht, ob E.T. der Typ Mann ist, den ich mag, aber irgendwas ist da. So, könnte sein, aber ich weiß auch nicht. Und das sind jetzt eure Gespräche. Da denkst du, ist Perfect Match? Ja, kann sein. Ja, kann auch sein, ne? Naja, machst du nicht. Also, mehr kriegen die nicht geredet. Wow, aber ich dachte, sie wäre auch mit Paolo jetzt dran. Warum ist sie jetzt bei Etty? Verstehst du? Nein. So, der Kuss mit Maya war cool, aber hätte ich auch nicht machen müssen. War unnötig? Und unserer? Nee, ich hab gesagt, deinen bereue ich nicht. Oh mein Gott, der findet den Kuss mit Maya unnötig und mit Lisa Marie bereute ihn nicht. Das ist auch echt wieder ein Kompliment hier, ne? Also ich verstehe so wie, also warum nicht mal so ein Kuss dann unnötig? Warum küsst du dann Person? Also küss sie halt und fertig. Was soll's? Ich glaube, jede Frau würde sich darüber freuen, wenn ein Typ sagt, ich bereue das mit dir nicht. Man fühlt sich schon ein bisschen bestätigt dadurch. Das ist für dich schon Bestätigung? Darüber freust du dich, wenn ein Typ sagt, ja, ich bereue es nicht? Also das ist für mich ein Mindestmaß, wenn ich mit einem Typen rumwandle, dass er danach nicht sagt, oh, das war ein Fehler. Also okay, aber schön, wenn das für dich reicht. Versuch einfach mal ein bisschen weniger Sexobjekt sein zu wollen. Und was mit Paolo jetzt? Findet der scheiße? Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Paul hat mit Kevin, Edda und Pia, glaube ich, auf der Tanzfläche rumgemacht. Die haben sich dann einen weirden Viererkuss gegeben und einfach nur ihre... Wie, how? Das ist doch... Haben die dann auch mit Zungen einfach alle aneinander rumgeleckt? Oder was ist da gerade passiert? Was ist das für eine... Was sind das für Leute? Was ist da wieder los? Ja, aber Lisa Marie hat nochmal kurz mit Eddie rumgeknutscht, aber denkst du, ist mir scheißegal. Paolo hat ja auch seinen Spaß. Ich hab gesagt, wir sind offen, aber... Ich würde es halt nicht machen. Ja, aber das ist ja auch egal. Wenn du einfach generell sagst, wir sind offen für alles und alles ist fein, wir können noch weitermachen, kann sie jetzt schlecht verurteilen, dass er das gemacht hat. Mach, womit du dich wohlfühlst. Ich fühle mich mit dir wohl. Das hat keine Bedeutung gehabt. Im Endeffekt hat er es ja gemacht. Und ich frage mich halt, wenn du etwas machst, was du nicht so fühlst, warum machst du es dann überhaupt? Weil er in dem Moment einfach Bock drauf hatte. Also er bereut es ja nicht mehr. Er sagt nur, es hatte keine Bedeutung. Er hat es einfach gerade gefühlt, hatte Bock drauf und war dann auch so, ja, okay, aber fertig. Also steckt nichts mehr dahinter. Kann ja auch einfach sein. Aber vor allem, warum ist sie denn jetzt so ein bisschen verwirrt und genervt, nachdem sie mit Eti rumgeknutscht hat, wenn Paolo auch sowas Ähnliches macht? Also ich weiß nicht ganz genau, bei Paolo waren einfach mehr Leute beteiligt. Aber irgendwie ist es auch bedeutungsloser, oder? Das ist eine tückische Frage. Naja gut, das war jetzt allerdings erstmal genug Stress für den Abend. Das war aber auch anstrengend, deswegen neuer Tag, neues Glück, ne? Ich habe gehört, dass die Pia über mich in meiner Abwesenheit gesagt hat, dass ich hier bin, weil ich famegeil bin. Finde ich schwach. Wer ist hier für Fame? Also ich glaube ein bisschen Edda. Ja gut, das wurde dann auch mal wieder sehr schön übersetzt, ne? Oh mein Gott, es war ein Spiel, ich musste es sagen. So ein bisschen Edda, wenn ich jemanden nennen muss. Und Edda,
die hat mich Fame Guy genannt. Die ist rumgelaufen, hat das allen erzählt, aus dem Nichts. Chill wieder, Girl, bitte. Bleib ruhig, bitte. Ich finde das hier gar nicht so, weil was machst du denn? Also, willst du aber nur deinen Spaß hier haben? So. Ich glaube, ich bin hier am weirdsten so. Oh mein Gott, und sie hat das Reality-Star-Game direkt schon verstanden. Lauf rum im Trash-TV, beschwer dich überall, dass alle fake sind und du hier irgendwie am realsten bist. So läuft's halt. Du bist fake und ich bin dumm. Mir wurde gestern sowas erzählt, wo ich mir dachte, ich finde es nicht so cool, wenn ich nicht in der Villa bin, dass so Fragen gestellt werden und du über eine Person, die nicht da ist, sagst, dass sie Fangirl ist. Weil halt den ganzen Tag Drama ist um dich drumherum. Du steckst doch gar nicht in mir drin, du weißt doch gar nicht, was mich hier bewegt. Und erst wenn man in Edda drin steckt, weiß man, was sie bewegt. Ja, so ist es. Das Ding ist, wenn du sagst, du bist auch noch nicht verliebt und so, aber warum hast du denn so reagiert? Mich sowas zu fragen, geht dich ja auch nichts an, oder? Also warte, Edda beschwert sich, dass Pia einfach irgendwas behauptet, ohne sie wirklich zu kennen. Pia stellt dann Nachfrage und Edda so, das geht dich auch einfach gar nichts an. Ja, Girl, dann haben Leute auch einfach irgendwelche Gedanken über dich, wenn sie nicht mit dir reden dürfen und du dir nichts erzählst, wenn sie nachfragen. Also wirklich. Bei mir dann irgendwas zu unterstellen, finde ich ein bisschen fragwürdig. Keine Ahnung, ich denke schon, dass es dann eher auf sie zutrifft, ja. Boah, du hast gesagt, ich bin famegeil, aber ich bin real. Vielleicht bist du einfach famegeil. Wow, krass. Also das sind die Konter hier, die kommen aus dem Nichts. Warum muss man immer beleidigt werden? Was passiert allerdings immer direkt nach dem Morgen bei Are You The One? Eine fette Party. Es ist Doktor, Nurse, Krankenschwester, Patient-Party oder so. Ja, und da passierte Schlimmes. Ist aber gerade was passiert, so und ich hab voll den Miesen gerade. Miesen? Ja, krank. Also ich war im Raucherbereich am Rauchen, hab einfach mal rüber geguckt, ob alles okay ist. Also so einfach so kurz gucken, okay, cool, easy. What do you know? Gerade hat sie voll mit Ryan getanzt. What do you know? Oh, voll mit Ryan getanzt. Ja, okay, sie findet Ryan ja auch ganz interessant, das haben wir in der letzten Doppelfolge herausgefunden. Aber jetzt tanzt sie auch noch mit ihm, wie komplett... Nicht schlimm eigentlich, aber ja gut, für sie da ist das zu viel. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. So, ich halte mich die ganze Zeit zurück, so im Respekt gegenüber dir, weil ich dich halt kennenlernen möchte und du gibst da jetzt Vollgas. Naja, aber es ist doch nur Tanzen. Also wenn da es nur Tanzen ist und du auch nicht mal mittanzt und sie mit irgendjemand anders tanzen will, weil du nicht da bist, weil das einfach gerade der Vibe in der Gruppe ist, dann lass sie doch tanzen. Also ich verstehe jetzt wieder das Problem nicht. Wo ist denn das scheiß Problem? Sag, meinst du, erwinst oder nicht? Hey, hey. Keiner hat was gehört, also gar nichts, nicht mal das. Ich habe gesagt, ey, ernst oder nicht ernst? Sag mir jetzt, damit ich mich drauf einstelle. Und sie meinte zu mir, dass sie mich halt außerhalb kennenlernen möchte. Ernst? Ist okay, dann halte ich mich zurück. Oh, sie haben sich zugeflüstert, dass sie sich wirklich auf Ernst kennenlernen wollen und nicht nur für die Show. Und deswegen hat sie da gesagt, gut, ich passe jetzt auf. Jana ist auch jemand, die Person finde ich interessant. Und Jana tanzt jetzt mit anderen Leuten rum, das gefällt sie da gar nicht. Und vielleicht hilft der offene Kommunikation zu sagen, hey, das stört mich, das sind meine Probleme, so fühle ich mich gerade. Also auch gerne deine Gefühle ausdrücken, das wäre doch jetzt hilfreich in solchen Momenten. Aber nein, er sieht es, ihn stört es und er lässt das jetzt mit allen anderen rum. Ich meine, es kann ihn ja ruhig stören, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, aber es kann ihn ja ruhig trotzdem stören. Aber dann geh doch einfach zu der Person hin und sag's ihr, wenn du sie so toll findest und ihr so eine enge Bindung habt. Wie war der mehr im Raucherbereich, dass ihr da als bei uns? Ich weiß es nicht, was los ist. Vielleicht ist der sauer auf mich. Was geht? Nichts bei dir? Warum bist du sauer auf mich? Nein, aber ich habe gerade keine Lust zu reden. Oh, das ist unnötig jetzt. Der könnte doch jetzt mit dir reden. Sie kommt sogar auf dich zu. Nachdem sie wahrscheinlich im Interview erfahren hat, dass sie da... Oh, sie ist die ganze Zeit woanders. Warum wohl? Dann ist sie da hingegangen und sie da könnte dieses Gespräch nutzen. Macht es nicht. Warum? Was? Ja, frage ich dich. Was keine Ahnung. Ist? Ich weiß ja nicht. Ja, ich frage dich. Antworte mir doch einfach. Ja, ist ja alles cool. Habe ich ganz andere Sachen gehört. Okay, ne? Was hast du denn gehört? Ich habe gehört, dass du das mega uncool fandest, dass ich mit Paddy getanzt habe. Und sie da jetzt so, du hast da noch mit Paddy getanzt? Mich hat es mit Ryan schon gestört. Aber es bedeutet ja auch, wenn sie einfach wild mit anderen Leuten tanzt, also mit einigen, das ist jetzt nicht, dass sie intim mit einer anderen Person werden wollte, sondern einfach, dass sie beim Tanzen Spaß hatte, oder? Also wenn du das für richtig empfindest, alles cool. Also ich verurteile dich nicht. Aber dann soll es nicht sein. Fällt schon aus. Was soll ich dir sagen? Wenn du schon okay diese Filme machst, okay. Unnötig. Du gehst wie eine Frau. Warte mal, du sagst zu mir, okay, warte mal. Du sagst zu mir, dann soll es nicht sein, wenn ich sage, okay. Und darüber regt sie da auch wirklich auf. Also, dann soll es nicht sein, geht weg. Was?
Ich habe gesagt nein und du hast einfach gesagt okay. Wie kannst du okay sagen? Hä? Dann sag nicht vorher selber, dass es dir dann auch scheißegal ist und du es beenden willst, sie da. Aber ja, er geht weg wie eine Frau, ist auch jetzt ein schöner Satz dazu wieder. Sie da kommt aber zurück und sie versuchen weiter miteinander das zu klären. Ich mache es ja auch einfach, weißt du warum? Es ist respektlos. So, ich tanz, aber ich hält nicht den fetten Arsch an irgendjemand anderen. Okay, das ist jetzt auch sehr schön formuliert, sie da. Vor allem so, ich finde es voll okay, dass du es machst. Und wenn du es machen willst, fühl dich frei. Ich bin auch nicht eifersüchtig, wie ich das in Folge 1 gesagt habe. Aber das ist die Grenze und so machst du es auf keinen Fall. Gut, gut. Los, hat sie die Danzer gemacht oder was? Inwiefern? Wirklich, am meisten stört mich, dass sie da gesagt hat, ich wäre respektlos. Schatz, das ist so toxisch, das ist so toxisch. Ja, und irgendwie sollten wir es dann nochmal richtig irgendwie klären, weil das war ja sehr, irgendwie ein sehr schlechtes Gespräch. Vor allem, vielleicht ist es auch das Beste, was die hinkriegen, aber irgendwie hat es ja nicht zu irgendwas Positivem jetzt geführt. Du, Kommandant, ich hab das mitbekommen, so ein bisschen. Okay. Und ich wollte echt jetzt nur so eine kleine Hilfe dir sein. Ich habe mitbekommen, der Martin, der findet dich auch super. Der Martin? Vielleicht passt das auch einfach besser so. Was ist das denn für eine Hilfe, Wilson? Da sitzt der Jana, sie hat mir vorhin die Ansage gemacht und ich glaube, wir trennen. Der sitzt hier gerade in dieser Sendung, mir geht's richtig schlecht. Und Wilson, naja, aber da ist auch noch der Martin. Du musst nicht Single bleiben, du kannst direkt zum nächsten Mann gehen, Jana. Da will ich noch jemand. Das baut dich doch jetzt auf, oder? Nein, vor allem Martin. Martin, ihr wisst schon, 300 Frauen, Martin. No. Ich hab immer gesagt, nein, nein, nein. Und ich wusste halt einfach nicht, was ich sagen soll. Ich bin... Das war einfach scheiße. Die ist ja auch eine tolle Frau und so. Sonst wäre ich... Ich weiß nicht, das kannst du sagen, Schwester. Sonst wäre ich mich nicht in die verliebt. Sie da hat sich in sie verliebt nach nicht mal einer Woche kennenlernen in einer Sendung mit so vielen Leuten. Okay, das ist jetzt auch mal ein bisschen übertrieben. Aber so, boah, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe mich in sie verliebt. Das war eine 3 Sekunden Pause. Da hast du dich aber schnell umentschieden. Na gut, mit diesem Schock müssen wir jetzt allerdings erstmal klarkommen und sind alle so, was ist da eigentlich wieder passiert? Und gehen direkt zur Matching Night, wo ja die ganzen Dramen dann wieder durchdiskutiert werden. Ui, toll. Jana, sie da hast du ja gesagt, dass du sie nicht magst, allein wie sie redet. Das habe ich nicht so gesagt. Ich habe gesagt, dass ich mit Personen mit so einer Attitude in der bisherigen Vergangenheit nicht klargekommen bin. Ah ja, gut, dass das auch nochmal klargestellt wurde und Sophia versucht wieder rumzufeuern. Ach, ich vermisse irgendwie wieder die erste Staffel, wo es eigentlich nur darum ging, dass alle ihr perfekt Match finden, alle eine gute Zeit haben und nicht bei der Matching Night einfach die ganzen Probleme nochmal hervorgeholt werden, damit sich alle danach streiten. Ah. Ja, ich wähle heute Abend den Cap. Der war aber auch schnell bereit, um dahin zu laufen, oder? Und plötzlich Sina für ihn auch komplett egal, ne? Melanie ist die neue Angebetete. Nach dem Drama in der letzten Matching Night, ne? Ja. Ist ja der Ryan mit der Pia in den Boom Boom Room verschwunden. Ja. Du warst ja überrascht, weil du ja der Meinung warst, dass der Ryan sich nicht auf Frauen einlässt, die so leicht zu kriegen sind. Ja, genau. Hat er mir ja genauso gesagt. Deswegen war ich verwundert. Mhm. Gut, dann stellen wir jetzt auch nochmal Pia kurz als leicht zu kriegen hin und als Slut. Mhm. Nicht nur, dass Ryan jetzt eigentlich ja genauso schnell dort auch mit Pia ins Bett gegangen ist. Nein, bei Ryan ist das okay. Bei Pia ist das leicht zu haben. Findest du, dass die Pia eine Frau ist, die leicht zu haben ist? Eigentlich bin ich nicht davon ausgegangen. Wenn sie nur was Lockeres möchte, ist es natürlich vollkommen in Ordnung, dass sie das so macht. Oh mein Gott, und da hat Edda versucht, diesen Satz noch richtig schön gerade hinzukriegen. Ne? Also da hat Sophia wirklich versucht, sie in eine Falle tappen zu lassen. Wie scheiße ist das denn? Ja, also du findest ja auch, dass das ein bisschen so ist, ne? Warum findest du das nämlich, Edda? Was für gemeine Fragestellung. Und so läuft das immer bei diesen Interviews doch ab, die wir nur als von den Kandidaten sehen. Wir sehen von den Kandidaten immer nur die Antworten und die Fragen sind so scheiße von den Leuten. Manipulation in meinen Augen. Du hast ja gesagt, Edda macht Drama ohne Sinn. Stehe ich immer noch dahinter. Weil Edda ist ja komplett reingeschissen. Keine Ahnung, was von dieser Frau, also Frau ist sie auf gar keinen Fall, wenn sie sich gar nicht beherrschen kann, von diesem Mädchen ihr Problem ist. Sida, was bist du denn dann, wenn du auch aus nichts einen Elefanten machst? Also bitte, halte dich dann auch ein bisschen zurück. Ja, aber jetzt ist auch Edda keine Frau mehr, wenn sie dauernd so ein Drama macht, sondern nur noch ein kleines Mädchen. Diese Stoffe macht mich wieder ein bisschen aggressiv, merke ich. Ja, verstehe ich nicht, habe ich kein Verständnis für. Okay, glaubst du, du bist auf einem guten Weg, dein Perfect Match zu finden? Oh, ich muss ehrlich sagen, es ist super schwierig für mich hier, ja. Weil ich sagen muss, dass irgendwie keiner der Männer so
wirklich so ein Match ist. Das liebe ich richtig. Weil für Maya ist es wichtig, dass ein Mann sie als Priorität hat. Und kein Mann hat sie als Priorität. Und deswegen passt einfach auch keiner aus ihrer Sicht. Ne? Ja, aber im Umkehrschluss bedeutet es ja auch einfach nur, dass die Männer sie nicht wollen. Aber ja, die arme Maya, sie findet keinen. Ach Mann, schade. Sieh da, du hast ja heute der Julia gesagt, du hast dich in die Jana verliebt, ne? Ist es so? Ich hab gesagt, ja. Oh mein Gott, und die Jana steht jetzt da vorne und erfährt das in der Matching Night. Die hat das vorher von niemandem mitbekommen. Es steht aber jetzt auch noch so, was ein unangenehmer Moment. Vor allem, das ist doch auch mega unangenehm jetzt. Unangenehm! Mir zu sagen, ich wäre respektlos und noch ein paar andere Sachen, war nicht so schön. Julia, was hast du denn für einen Ratschlag an Jana? Ja, also, dass sie auf jeden Fall sich selbst treu bleibt und dass sie sich nicht kaputt machen lässt von sowas. Was soll das denn, Mann? Was für kaputt machen? Wann habe ich irgendwas Schlimmes gesagt? Naja, sie war schon stark verletzt von deinen Aussagen und sie hängt ihr trotzdem emotional dran und das macht sie vielleicht ein bisschen kaputt, sie da. Aber was soll das jetzt? Ihr könnt mich doch nicht als Monster... Also er ist natürlich jetzt auch kein Monster, aber man kann auch andere Menschen aus Versehen verletzen, obwohl man das gar nicht möchte und trotzdem tut man das unbewusst mit seinen Handlungen. Auch du, sie da. Ich habe nie was Schlimmes gesagt. Nie, aber egal. Ich habe dir aber auch schon gesagt, dass viele Frauen in der Villa gesagt haben... Red nicht. Bist du das immer? Warum redest du jetzt von der Seite? Das nervt voll. Jetzt mal bitte ehrlich. Sag nicht zu anderen Frauen, red nicht. Hallo, ist respektlos. Was denn daran respektlos? Das ist respektlos, du hast niemandem den Mund zu verbieten. Es reicht jetzt. Sie da auch die Frage, was ist daran respektlos, wenn ich anderen Frauen den Mund verbiete? Bitte, also wirklich... Ich verstehe das nicht, wie man das in der Situation ist und das nicht merken kann. Vor allem, wenn man direkt drauf angesprochen... Osan kann das ja auch nicht. Vergesse ich sowas. Es ist leider sehr häufig so. Nur unangenehm. Was glaubst du, woran es derzeit noch hakt? Bissle? Ja, ich glaube halt auch, weil ich halt auch nicht so sexistisch geil für die Männer bin. So, weil ich halt eher so ein bisschen ruhiger bin, ein bisschen so tiefgründiger. Scheinbar tiefgründig genug, um nicht zu wissen, was sexistisch bedeutet. Ja, vielleicht liegt es auch daran. Komm, warum habt ihr euch denn noch nicht geküsst? Ja, Küssen ist für mich was Besonderes und ich küsse erst, wenn ich das Gefühl habe, dass ich dafür bereit bin und das machen möchte. Also bist du dir noch nicht so richtig sicher mit der Shirley? Das hat er nicht gesagt. Er hat einfach nur gesagt, er hat nicht diese intensiven Gefühle für sie, um sie zu küssen, weil er sie auch erst eine Woche kennt. Also bei Sophia Tomala ist es auch manchmal wirklich so ein Standesamt da. Ne? Die Kandidaten kommen nach vorne. Ja, wollt ihr jetzt heiraten oder nicht? Und wenn ihr nicht heiraten wollt, warum nicht? Weil sie sich kaum kennen. Da jetzt aber auch natürlich ein riesiger Frauenüberschuss da ist, bedeutet das, dass mehrere Männer jetzt mit zwei Frauen dann irgendwann vorne stehen und überlegen müssen, mit wem sie sich einloggen wollen. Und das ist ja auch manchmal eine Katastrophe. Ich würde mich tatsächlich heute mal mit der Jana einloggen. Ja? Ja. Gut. Pia, dann musst du leider nach hinten und bleibst allein. Ja, mit Pia hat er ja auch schon geschlafen. Man muss ja sie jetzt auch nicht mehr kennenlernen. Jetzt ist Jana dran. Boah, Ryan wechselt auch wirklich. Der wechselt richtig alle durch. Also der hat ein paar Folgen alle mal ganz deutlich kennengelernt. Eigentlich so, wie man das Spiel spielen sollte. Aber irgendwie auch nicht, ne? Solange die happy sind, sehr gut. Mit wem möchtest du dich einloggen? Mit der Thais oder bei Lina bleiben? Ich lock mich mit Thais ein. Ja? Ja, auch irgendwie nachvollziehbar, da Garrett und Thais sich richtig doll kennenlernen und schon richtig doll mögen. Es wird nur nie gezeigt und ist auch komplett irrelevant. Aber gut, wir haben unsere 12 Sitzplätze belegt. Die ganze Liste schreibe ich euch unten in die Infobox und das ist jetzt super verwirrend, weil da jetzt auch noch mehrere Leute stehen und ich weiß nicht, wo das hinführt, aber es gehen Lichter an. Ja, ich finde drei Lichter bei dieser Auswahl plötzlich mit diesem Heckmeck ganz gut, oder? Wow. Okay. Vier Lichter hattet ihr noch nie. Was? Sind sogar vier Lichter? Also, das ist jetzt eigentlich richtig gut von dem Sinn Paaren. Vor allem, dann kann man jetzt die gut in die Challenge einteilen und dann kriegt man richtig gute Matchbox-Entscheidungen und bäm, der Sieg ist sicher. Ja, wenn man das dann so macht, ne? Wahrscheinlich machen die es so nicht. Aber vier Lichter. Mehr sind es nicht geworden, aber vier Lichter. Geht's dir? Wie geht's so und dir? Ich war ein bisschen aggressiv. Hä? Ich habe einfach nur gesagt, geht's so. Ist echt so? Was sind das für Interpretationen von ganz einfachen Antworten? Schön siehst du aus, hab ich dir gar nicht gesagt. Danke, du auch. Dankeschön. Komm mal her. Und sie hat auch nur darauf gewartet, da schnell hinzurutschen, oder? Und quasi so klären sie jetzt alles. Ja, komm in meine Arme. Ist wieder alles gut? Ja. Ja. Das war's dann, ne? Okay.
okay. Edda und Sida haben jetzt aber dank der Matching Night auch ein großes Problem miteinander, wollen das mal klären. Und wir haben ja schon festgestellt, Sida ist nicht gut darin, Dinge zu klären. Man muss ja nicht jeden Menschen einfach mögen. Nein, du musst mich nicht mögen, aber du musst ja nicht gegen meinen Charakter und gegen mein Aussehen schießen und mich hier komplett... Hast vollkommen recht und dafür entschuldige ich mich auch. Ich meine es aber nicht böse. Wallah, ich meine es nicht böse. Ich meinte das nicht böse. Ich meinte, optisch und charakterlich bist du für mich in meinen Augen keine Granate. Vielleicht hast du es in meinen Augen. Okay, aber Jana und ich sind uns optisch schon am nächsten in der Villa so. Ja, vor allem ist das ja auch voll nicht hilfreich. Ey, ich habe nicht gesagt, dass du optisch und charakterlich keine Granate bist. Ich habe gesagt, in meinen Augen bist du das nicht. Was ja eigentlich generell immer das bedeutet. Also die erste Aussage ist ja komplett unverändert, weil du kannst ja nicht für andere sprechen. Ach, tolle Erklärung, Sida. Ich habe gesagt, du bist nicht mein Typ. Ich finde dich charakterlich auch nicht so super, um ehrlich zu sein. Ich habe gesagt, charakterlich finde ich dich nicht super. Ich finde dich komplett Katastrophe. Sei doch einfach still. Also das kannst du dir doch einfach alles denken. Du kannst es auch schöner formulieren, wenn ihr das irgendwie klären wollt. Und du kannst versuchen, was Nettes trotzdem zu sagen oder sagen, hey, ich fühle, wir sind nicht ganz auf einem Nenner, aber es war falsch, das irgendwie dich so auszusprechen, so wertend, irgendwas. Aber nein, er schießt weiter und Edda so, wow, geil. Ja, nice, danke. Leute, wirklich heute kann ich nichts mehr. Es ist nicht schlimm. Hallo, es ist alles gut. Denk an tote Hunde. Warum? Damit sie aufhört zu heulen, das mache ich auch immer, damit ich hier nicht anfange zu bleiben. Dann heult man doch mehr. Ach, scheiße. Stell dir mal vor, was für ein Psychopath du bist, wenn du so ist. Oh mein Gott, ich bin voll traurig. Ich denke jetzt einfach mal an tote Hunde. Dann geht's mir besser. Okay. Tatsächlich muss ich aber noch mal kurz sagen, Leute, es sind nicht alle schlafen gegangen, sondern es gab noch eine richtig fette Party irgendwie in der Villa. Und zwar hat Party aufgedreht. Wer ist Party, fragt ihr euch? Der hier. Besonderen Anlass. Ich glaube, den ganzen Mädels hat's krass gefallen. Okay, und ich weiß nicht ganz, wie das alles entstanden ist. Seit wann ist denn der Hahn im Hühnerstall? Aber ja, Paddy rockt. Und ich glaube, ich finde das mega anstrengend, mit einem Typen rumzuknutschen, statt dabei die ganze Zeit ein Glas mit Getränk gerade zu halten und mich dann auf... Nee, da kann man sich ja gar nicht fallen lassen. Aber Lina hat durchgezogen. Naja, aber da genug geschafft, dann können wir uns direkt den nächsten Tag widmen und haben auch sofort die Challenge. Guten Morgen. Ich sehe schon die Vorfreude in euren Augen, zu Recht, denn wir spielen heute Der Schweiß ist heiß. Yay, yeah, ich liebe auch die Kandidaten kommen. Ein neues Spiel, ein neues... Oh, fuck, nein. Ja, die Kandidaten müssen nämlich, also die Männer müssen Sport machen und die Frauen müssen den Schweiß, den die Männer produzieren, aufsammeln und... Oh Gott, ich kotze schon wieder. Los geht's. Dafür stehen euch wie immer ein paar praktische, aber auch ein paar völlig sinnlose Hilfsmittel zur Verfügung. Als lokales Special habe ich euch eine echte thailändische Currypaste besorgt. Toll, und die könnt ihr dann essen und dann werdet ihr richtig schwitzen und richtig heulen und ja, dann müsst ihr dann aber trotzdem leider durch. Oh mein Gott, also vielleicht können das manche vertragen, ich meine, eine körperliche Reaktion gibt es davon, aber Sport mit so einem Pain, ich weiß ja nicht. Du weißt schon, ne, dass es ein bisschen asozial ist. Du isst das? Du musst dieses Chili essen. Niemals. Ist es scharf? Ich liebe halt den Unterschied, wie Gerrit sofort, ich will dieses Date und mit der Chili-Paste rein und manche anderen Frauen so, du musst das essen, damit wir gewinnen. Also lass die Männer das lieber freiwillig essen. Das mit dem Schwamm solltest du vielleicht mal überdenken. Ja, wir wollen den richtig feucht machen und dann ausbringen. Bis dahin trocknet das schon eins, Bullshit. Meinst du? Ja, das haben wir nicht ganz durchdacht. Ja, das hätte man sich auch gar nicht denken können, dass der Schwamm dann nicht so hilfreich ist. Ja, man hat das auch allen Staffeln immer gesehen. Die haben das irgendwie mit so Karten versucht und dann in so Gläsern einzufangen und mit den Karten die Tropfen runterzuschieben und so kriegt man es hin. Und der Schwamm ist offensichtlich falsch. Leute, wie dumm ist das bitte? Wilson und Shelley, herzlichen Glückwunsch. Nicht den Mount Everest bestiegen. Das war auch irgendwie... Ja gut, sie wollen die ganze Zeit, dass Wilson und Shelley jetzt auf ein Date gehen, damit die Perfect Matchbox kommen, damit die wissen, hey, sie sind Perfect Match. Wahrscheinlich ja nicht. Die haben sich ja nicht groß kennengelernt, weil Wilson einfach, sie ist es und Shelley so, ja, ja, okay. Also die haben ja nie miteinander wirklich groß interagiert. Von daher, mal sehen, ob das eine Überraschung wird. Aber es gibt noch ein zweites Paar. Außerdem gehen aufs Date... Etty und Maya. Herzlichen Glückwunsch.
Und Gerrit voll enttäuscht, der wollte mit Thais aufs Date, um mit ihr Perfect Match zu werden und jetzt geht er nicht aufs Date. Naja, aber immerhin Eddie und Maya. Vor allem, es hätte ja jetzt eh keine Chance gegen Shelly und Wilson gehabt, oder? Die denken alle, warum auch immer, dass die ein Perfect Match sind. Es gab jetzt aber auch in der Vergangenheit natürlich ein paar Probleme mit Edda und Ryan und Edda hat sich dann irgendwie gedacht, ach, ich hasse böses Blut, lass doch mal quatschen. Ich bin da leider auch ein Fan von, dass man es mir halt nicht zu leicht macht, dass man mal die kalte Schulter zeigt und dann wieder auf mich zukommt. Können wir uns auch davor setzen oder so? Ja. Ja? Wer nichts riskiert, der onaniert, ne? Ey, das ist voll der coole Spruch, ne? Mega, Ryan. Das war wirklich heftig. Die Rhymes, die haben gestimmt. Edda will auch wieder ran und boah, stell dir mal vor, irgendwann werden Edda und Ryan wieder anbandeln. Das sehe ich ja gar nicht. Erst, weil du zu Abi bist, meinte er zu mir. Er findet dich zu kurvig, also dass bei dir zu viel dran ist. Ich habe nur gesagt, dass du meintest, dass sie nicht dein Typ wäre. Und sie hat das so interpretiert, aber ich habe ihr das nicht gesagt. Also nicht, dass du das jetzt irgendwie denkst. Oh mein Gott, jetzt schiebt einfach Edda das ganze Problem mit Ryan, mit Lina, dass sie zu fett wäre, schiebt sie jetzt einfach komplett auf Lina. Also wow, wow, woher soll bitte Lina das haben, wenn nicht von Eddas Gespräch? Aber Ryan so, na gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Ich lerne ja jetzt Pia kennen, so. Sie hat ja einen wunderschönen Charakter. Sie hat auf jeden Fall jedem erzählt, dass für sie was Körperliches ist. Was Körperliches? Ja. Ehrlich? Was macht Edda da eigentlich? Also irgendwie, sie ist sauer auf Ryan, weil der irgendwie an alle rumbaggert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sobald Ryan, er hat mit Lina was gehabt und Edda geht hin, er hat jetzt noch mit Pia und irgendwie manipuliert sie das alles und redet es immer schlecht mit irgendwelchen Gerüchten, die sie irgendwo aufgeschnappt hat. Verrückt irgendwie. Das ist umgedrehte Manipulation, weißt du? Das wird dann allerdings dann später nochmal aufgeklärt, weil jetzt können wir uns erstmal dem Date widmen. Jetzt zuschauen und lernen bitte. Übermut wird selten gut. Oha! Ah, Nick. Und irgendwie finde ich Minigolf als erstes Date super langweilig zum Zuschauen für uns als Zuschauer. Obwohl, die anderen Dates sind jetzt auch nicht spannend. Aber immerhin ruhig und man kann sich in Ruhe unterhalten schon beim Date. Ist doch alles okay. Beim Minigolf, da kann man sich auch so ein bisschen näher kommen und so ein bisschen... Na, ich weiß nicht, wie ich den Schläger halten soll. Kannst du mir mal helfen? Ja, zeig ihr das doch mal richtig. So, auf dem Boden. Ja. So. Und doch. Wow, so schlage ich mit dem Schläger den Ball. Danke, Wilson. Also wenn bei mir so eine Person da wäre, also klar würde ich dir trotzdem zeigen, weil ich würde mir denken, was für eine konstruierte Situation, wie dumm ist das denn? Also ich, wer findet sowas sexy? Findet man sowas sexy? Jetzt nicht so sexy. Ja, meinte als ihm, dass ich gesagt habe, es ist bei ihr, für mich, bei ihm und mir nur sexuell, was ich aber nie gesagt habe, so weißt du. Oh mein Gott, und Pia hat auch direkt erfahren, was Edda gerade erzählt. Und anscheinend hat sie es nie gesagt. Das bedeutet, Edda versucht einfach nur alle Frauengeschichten mit Ryan direkt zu sprengen. Krass. Da Wilson und Shelly jetzt allerdings auf dem Date sind, müssen sie sich ja auch letztendlich mal unterhalten. Und das tun sie auch. Und sie merken, sie lieben sich. Und vor allem ist es auch so von Anfang an sofort so... so klar war, so, weißt du, was ich meine? Also, ja, das ist einfach fantastisch gewesen und deswegen muss man nicht miteinander reden und normalerweise sollte eigentlich sowas auch laufen. Eigentlich sollten ja alle 20 in die Villa kommen und sofort wissen, bam, du bist es, fertig, eine Folge und wir haben es alle geschafft. Obwohl, die sind ja auch alle so verkorkst, wahrscheinlich kriegen sie es nicht hin, wenn es wirklich so klappen würde mit dem Perfect Match. Da fällt mir auch gerade die Sendung von Netflix irgendwie ein. Es gab eine Sendung, fiktive Sendung, die hieß The One. Da hat irgendwie in der Sendung eine Frau herausgefunden und eine Firma daraus gemacht, dass man mit den DNA-Codes von Menschen den perfekten Partner finden kann und die wirklich matchen kann, die sich lieben. Es gab sehr coole Storylines dabei. Sollte ich nochmal gucken, glaube ich. Das ist wirklich IO The One, wie ich es gucken will. Wovor hast du am meisten Angst? Wovor? Mhm. Ich würde eher sagen, Verluste. Also wenn Familienangehörige sterben, das wird mir irgendwann Angst machen. Oh, das ist ja richtig sad. Aber Maya sofort so, ich auch. Wir haben so viel gemeinsam. Als ob es so andere Menschen gibt, die sich denken, yay, meine Familie ist tot, juhu. Aber gut, das haben die jetzt gemeinsam und merken auch, hey, wir sind ein perfekt Match. Allerdings finde ich trotzdem gut, dass sie einfach das Date nutzen, um solche Fragen zu stellen. Hey, wie empfindest du da und da? Ich meine, das ist jetzt auch wieder sehr generisch gewesen, aber bei anderen Fragen könnte es helfen. Das finde ich ja ganz gut. Also wenn du wirklich mein Perfect Match bist, ja. Ich glaube, dann würde ich sagen, okay, wir bleiben in Thailand und gucken, lernen uns erstmal noch ein bisschen kennen und gucken dann, hört sich gut an, wie die Gefühlslage ist. So. Wenn wir dann so alone sind auf einmal, merken wir so, wir gehen uns voll auf den Sack und es passt nicht. Oder ja. Man merkt, okay, es doch, lohnt sich doch irgendwie,
diese ganzen Kilometer auf sich zu nehmen oder so. Weil sie wohnt in Berlin und er in NRW. Und das ist ja schon eine Distanz. Und vielleicht sollte man vorher wissen, ob man sich gut mag. Und es ist eine clevere Idee, dann die Zeit zu nutzen, noch in Thailand, um sich besser kennenzulernen, bevor man sich nach einer Woche kennenlernen, auf eine Fernbeziehung oder so ein Kram einlässt. Weil das verläuft dann ja eh immer im Sand. Ich hoffe, dass wir jetzt hier wirklich schlauer werden. In der Villa selber geht es dann bei einer Party allerdings auch wieder ab. Und Sita und Paolo sind so wieder so, was geht da denn ab? Die sind schon beide krasser, ja, ehrlich. Ey, Bruder. Aber auch die Kombi von den beiden. Ja, ja, top. Ist Feierabend. Verpiss dich, was macht Gefta? Was ist das denn? Was ist das für eine Situation schon wieder? Aber ja, die Girls tanzen, ihre Boys gucken zu und dann tanzt ein anderer Boy die an. Nee, da müssen sie intervenieren und machen jetzt mit den Girls ein Dance-Battle. Dance-Battle? Ja. Ist das ein Dance-Battle? Ja, wir hatten so ein bisschen Lust auf ja, ein kleines Spielchen, würde ich mal sagen. Ne? Bist frei? Ja, Bruder. Fick nicht meine Eier. Was geht denn? Und ich glaube, die Jungs haben verloren. Vor allem Sida. Na gut, das hat dann aber auch nicht mehr zu viel geführt. Sind wir glücklich, die sind glücklich, hatten alle wieder einen Spaß. Anscheinend sind Jana und Sida auch wieder ein Couple. Also das, komm mal kurz in meinem Arm, hat voll gereicht. Und dann kehrten auch alle Paare zurück und wir erfahren noch voll überraschend, wer in die Matchbox darf. Vor allem war es für uns Zuschauer mega überraschend, nachdem wir ungefähr 2 Minuten zugucken durften, wie ganz schnell die Kandidaten gezeigt wurden und ganz schnell intensive, spannende Musik gemacht wurde, um zu präsentieren, dass es die hier sind. Boah, das kam doch aus dem Nichts jetzt, oder? Ja, und ich denke, die sind einfach auch einfach No-Match und sind dann so komplett schockiert. Fuck, wir haben jetzt irgendwie die Hälfte der Zeit komplett verschwendet. Naja, was soll's. Ja, und wie es dann alles weitergeht, Leute, das erfahren wir trotzdem erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ich könnt auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.